Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Ragdoll Cannon 3. Ja, gut, dass ich nicht gerade schon einfach die Hälfte der Folge aufgenommen habe, bis ich dann gemerkt habe, ich nehme überhaupt nicht auf und rede fröhlich mit mir selbst. Also ich meine, ich rede so auch fröhlich mit mir selbst, aber nun ja, kleiner Fail zum Anfang, weitere Fails werden hier definitiv folgen. Ragdoll Cannon ist erwartungsgemäß genau das, wonach es klingt, nämlich man schießt Ragdolls aus einer Kanone und versucht ein Ziel zu treffen. Das ist prinzipiell schon alles. Klingt simpel, ist es anfangs auch, wird irgendwann aber echt tricky. Zumal man immer versucht, mit möglichst wenig Schuss durchzukommen, weil es hier so einen Score-Counter gibt. Und der geht halt pro Level immer hoch. Und sehr schön. Und am Ende gibt es dann halt eine Gesamtpunktzahl und die versucht man natürlich möglichst niedrig zu halten. Mist. Jawohl. Birn, jetzt wird schon widerlich. Hehe, here, hero. Also okay, es gibt offensichtlich nur eins, das man treffen soll. No, das war jetzt nicht so schwer. Das hingegen ist schon ein bisschen eklig. Ist doch nicht normal für eine Bank. Oh, das war jetzt irgendwie erstaunlich einfach. Das habe ich mir komplizierter vorgestellt. Ach, da oben sind Bomben. Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, prinzipiell ist Ragdoll Cannon gar nicht so unbedingt meins. Aber... also ich stehe persönlich einfach nicht so drauf. Das Spielprinzip an sich finde ich aber ganz cool und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme es trotzdem mal mit rein hier in den Mouse Only May. Weil es bestimmt ein paar Leute gibt, die darauf stehen. Also es ist jetzt halt auch kein riesig aufwendiges Ding, aber... wow! Aber so für zwischendurch ist es auf jeden Fall machbar. Ich glaube, ich habe das grundsätzlich sehr blöd gemacht hier gerade. Das war eher nicht so clever. Vielleicht sollte ich das eher so machen. Und erst jetzt da oben gegenschießen. Na, deutlich besser. Da oben kommt wahrscheinlich das hier und ich muss... ja, man sollte möglichst wenig verbrauchen. Mir aber egal. Wie mache ich das denn? So, auf jeden Fall schon mal nicht. Vielleicht da hinten gegen? Ah, so wird das doch was. Das hier hoch und dann klappt das hoffentlich so hoch. Ja, so habe ich mir das gedacht. Direkt von Anfang an ist alles so geplant. Ich hätte auch nur 47 Schuss für gebraucht. Immer noch denken, Kinder, nach 1000 Schuss ist Schluss. Also irgendwann, es reicht übrigens, glaube ich, wenn der Kopf ankommt. Wenn er denn ankommt. Vielleicht reicht auch ein Bein. Nope, ein Bein reicht nicht. Schade eigentlich. Was? Das war eigentlich ziemlich blöd. Das habe ich mir irgendwie besser vorgestellt. Kann ich da oben... nee, da oben ist zu, ne? Ja, schade. Bedauerlich. Okay, ich nehme das jetzt einfach mal so hin.
Kann er sich da nicht drin verkanten? Ha. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Jetzt schwingt das Ding dagegen. Na, noch nicht ganz. Aber jetzt. Und dann rollt das dahin. Und dann wird das super. Ich hätte auch einfach warten können, bis das Ding in der Kuhle da hängen bleibt. Aber nein. Sehe ich gar nicht ein. Ich schicke vorsichtshalber schon mal einen zweiten hinterher, falls der erste bei den ganzen Bomben da drauf geht. Man weiß ja nie. Dachte ich es mir doch. Oh, und jetzt bleibt es da hängen. Ihr wollt mich doch verarschen. Gott, schon Level 18? Das geht ja richtig zügig. Würde ich das langwieriger in Erinnerung? Ah, es sind aber auch 50 Level. Okay, daran liegt es. Wie mache ich das denn? Ah, ich glaube, ich weiß wie. Jawohl. So geht's. Das war jetzt irgendwie einfacher als geplant. Okay, ich dachte eigentlich, ich finde das Spiel total scheiße, weil ich es auch einfach nicht kann. Aber, au. So mies bin ich dann offensichtlich doch gar nicht. Vielleicht auch doch. Komm. Ja, nicht Select. Reset wollte ich machen. Ach, komm schon. Nein, ist doch nicht wahr. Es ist doch ein schlechter Scherz, oder? Na, wenigstens einer. Dankeschön. Na, okay, ich verstehe das Problem. Nummer 1. Mit auf, Titcher. Ja, also ich glaube, da muss ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ne? Ist halt sehr grafisch, sehr spartanisch, sehr spärlich, aber zweckmäßig. Ich weiß nicht, ob man die ersten beiden Teile unbedingt spielen muss. Ich verlinke sie dann einfach mal mit, aber es ist so, ja, kann man machen, wenn man noch andere Level sucht, dann kann man sowas durchaus tun, kann man aber auch lassen. Echt jetzt? Wie ging das denn? So, ja, offensichtlich nicht. Ah, ich habe voll die gute Idee. Nein, das war vielleicht ein bisschen weit. Damit. Aber so geht's auf jeden Fall. Ja, ach komm schon. Ja, ah, nein, nicht wieder die Kugel da hinschieben. Bloß nicht. Geh mal weg. Geht doch. So, dieses noch. Ach Mist, da ist zu. Okay. Wie mache ich das denn dann? So offensichtlich. Yay! 25 levels completed.
Gut, dann entlasse ich euch heute auch schon mal hiermit. Wird ein bisschen kürzer. Weil wenn ich jetzt alles spiele, dann habt ihr selber keinen Nerv mehr. Zwei Kanonen gleichzeitig. Das wird drei Kanonen gleichzeitig. Entschuldigung, wie konnte ich das vergessen? Ja, und schon verkackt. Bedauerlich. Nun gut, wenn ihr zocken wollt, links, wie immer, deep down below. Und ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Sage vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche noch einen fröhlichen Tag beim Zeichentrickengel machen. Papierengel, ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.